1, 2, 3, 4. Du bist erst 14 Jahre alt und schreist schon nach Gewalt. Als Außenseiter hast du schwer, ach hättest du nur ein Gewehr. Dann hätten sie Respekt vor dir, du bräuchtest einfach nur die Waffe zu laden. Denn wie das geht, das weißt du ja, das kannst du ja ganz wunderbar. Wie in deinem Computerspiel, Feinde hast du nie zu viel. Da bist du Herr der Situation, auch wenn hier alle sterben, was macht das schon? Mehr Waffen, mehr Feinde, mehr Levels, mehr Details, mehr Wut, mehr Blut, dieses Spiel ist wirklich gut. Mehr Waffen, mehr Feinde, mehr Levels, mehr Details, hier in deiner Cyberwelt bist du der Superheld. Mit 2,5 bis 3 Gigabyte bist du zu jeder Mission bereit. 2000 Megahertz simulieren bei deinem Feind sogar den Megaschmerz. Wenn du ihn einfach nur schwer verletzt, indem du ihm einen Schlag versetzt. Auch wenn das hier nicht jeder versteht, das ist deine Realität. Wie in deinem Computerspiel, Feinde hast du nie zu viel. Da bist du Herr der Situation, auch wenn wir alle sterben, was macht das schon? Mehr Waffen, mehr Feinde, mehr Levels, mehr Details, mehr Wut, mehr Blut, dieses Spiel ist wirklich gut. Mehr Waffen, mehr Feinde, mehr Levels, mehr Details, hier in deiner Cyberwelt. Der Superheld. Der Superheld. Freunde brauchst du keine, in deinem Spiel, da hast du eine. Ganz nach deinem Ideal, 90D ist ihre Zahl. Wenn du ihr deine Liebe beweist und sie aus den Händen deiner Feinde befreist, steht eurer Liebe nichts im Weg, ist das deine Realität? Mehr Waffen, mehr Feinde, mehr Levels, mehr Details, mehr Wut, mehr Blut, dieses Spiel ist wirklich gut. Mehr Waffen, mehr Feinde, mehr Levels, mehr Details, hier in deiner Cyberwelt bist du der Superheld. Mehr Waffen, mehr Feinde, 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 mehr Waffen. Au! So, herzlich willkommen zurück und ja, was soll ich sagen? Es ist eigentlich nur beschissener geworden in der Zeit, aber wenigstens meine Truppe jetzt wieder einsatzbereit und mit bestem Equipment ausgestattet. Dalimir wurde zurückerobert. Alma sieht sich wieder einem Angriff ausgesetzt, der mit faktisch null Gegenwehr nicht zurückgeschlagen wurde. Ich weiß nicht so recht, was ich jetzt tun soll. Ob ich jetzt Alma direkt wieder verteidige, ich glaube, das muss ich tun. Und danach sollte ich so bald wie möglich, glaube ich, Grum versuchen mal zu erobern. Und ich bin mir relativ sicher, dass ich in dem Moment, wo ich das tue, dann auch auf jemanden ganz Besonderes treffen werde, der immer noch, dessen Erscheinen immer noch ausbleibt momentan. Wenigstens halten die anderen Städte alle einigermaßen zu mir. Yes. Habe jedenfalls das Gefühl. Point out what it is you are interested in. Hier gab es leider auch kaum in irgendeiner Form interessante Sachen.
Einen Helikopter brauche ich wieder. That's a big... Ja, ich auch. Überall. I'm here, Cap. Ich hoffe mal, dass ich die ganze Geschichte jetzt Car durch dieses Gerangel, was hier passiert, nicht noch viel länger als I'm ich here, Cap. Befürchte hinziehe. So. Die können alle ein bisschen von Hitman so lange lernen. Und mein Hauptteam wird sich jetzt auf den Weg machen. Nur wohin? Da muss ich jetzt echt überlegen, ob ich Balime jetzt sofort schon zurückerobere. Ich glaube, das ist cooler, Balime jetzt. Skyrider here. What's your plans for the bird? Sowieso erstmal jetzt kurz auf die Nacht warten. Okay, dann bleibt es halt einfach. It doesn't matter. Also, dass wir jetzt erstmal kurz auf die Nacht warten und dann Alime zurückerobern. Skyrider here. What's your plan? That's a big. I'm here, Cap. Gotta make it snap. Und dann Alma zurückerobere und hoffentlich dann eine Loyalitätssituation habe, die es mir wieder ermöglicht, Milizen auszubilden. There's an enemy presence. Gut. 23 Uhr, wir haben ungefähr 6 bis 7 Stunden Zeit. Ich habe gar nicht geguckt, ob alle ausgeruht sind. Ja, es ist okay. Hier starten wir. Ich habe mir diesmal was ganz Feines ausgedacht. Ich habe diesmal mir die Freiheit genommen, mal wieder Tankjets mitzunehmen. Und werde diese auch anwenden für die Dauer dieser Mission. So. Mal gucken, ob das in irgendeiner Form hilft. Nummer 1. An der Ausrüstung gab es einige Veränderungen, muss ich noch sagen. Und zwar erstmal hat Ice... bei Ice hat sich nichts verändert, aber er hat jetzt doch zu viel Munition dabei, weil ich festgestellt habe, dass er da doch schnell durchgeht. Die Standardausstattung meiner Leute ist jetzt die M14. Nur Grunty hat eine C7. Aus irgendeinem Grund. Ich fand's einfach cool. Und Ravens M14 ist, wie man hier sieht, mit einer Laufverlängerung ausgestattet, die sie erlaubt, die Reichweite dieser Waffe um 10 Felder zu steigern. Yeah. Gut, los geht's. Niemand ist mehr mit einer schädlichen Waffe ausgestattet. Das ist natürlich relativ cool. Zack. Yo. Und Eis kommt sich. Und den Rest hier. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute jetzt übrig sind. Es können, glaube ich, gar nicht so viele sein. Ein oder zwei, da das Team das angegriffen hat. Aber aus nicht so vielen Leuten bestand und sich auch noch geteilt hat. Mal schauen, was passiert. Also, wenn das jetzt hier schon gewesen ist, dann wäre es natürlich... wunderbar. Durch den Kopf durchgeschossen. Dann wäre das natürlich schon sehr gut jetzt. Okay, gut. Das war einfach. No. 2% Loyalität. Großartig. Und hier wird es jetzt eher wieder problematisch. Aber mal gucken, vielleicht mit ein bisschen Glück schaffen wir es hier. Kann man immer noch 100%. Mit ein bisschen Glück können wir vielleicht wieder eine Situation hervorrufen, dass mir die Leute schön ins Messer laufen. The enemy is here. 2 Stück sofort entdeckt. Ja. Ready. Ja. Raven, den hier kann Grunty zuerst versuchen zu erledigen. Gute Rüstung. Mein größter Feind. Ich glaube, hier ist die Palme zu sehr im Weg. Nee, doch nicht. Yo. Beziehungsweise die Palme war wahrscheinlich zu sehr im Weg, aber Magic schafft das trotzdem. Er heißt ja Magic, nicht umsonst. Ready. Dude pissed me off. Und Raven kümmert sich da hinten. Nicht reichen 2 Schuss, um ihn niederzustrecken? Ach, leider nicht.